Heute wird zusammen. Genauso gut, Oni, hast du das Kabel von unten angeschlossen. Ist das 3, 2, 1. Heute wird zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exit Remastered. Zusammen mit Miri, Mia, Zeleitfunks und Oni. Ich bin Baloo. Hallo. Hallo. Und die Weiten des Weltalls liegen uns offen. Ja, ja. Hello. Ja, die ist komplett voll. Alter, der Typ, ne? Die Weiten des Weltalls. Ich werde jetzt Esoterik. Eso Dings, danke. Also ich wusste nicht, wo das Kabel herkommt und Sora wusste auch nicht. Ja, warum fragt ihr nicht Leute, die Ahnung haben? Wir haben gefragt, ob jemand weiß, wo das Kabel herkommt. Da hat keiner reagiert. Was denn für ein Kabel da irgendwo? Was denn für Kabel? Hallo, ist das Vogelhaus fertig? Ich habe auch ein Kabel. Nein, wir haben nicht genug Glas. Meinst du diese Kabel hier? Fehlt. Vielleicht. Nein. Aber fies. Da haben wir noch Pipes. Ja, ich auch. Wir müssen halt darauf warten, dass das Glas fertig wird. Dann wird das Vogelhaus erst fertig. Weil du? So, und was ist jetzt hier unten kaputt? Schmilzt das schon. Warum ist hier unten ein Loch drin? Wo? Na da. Und warum ist da fehlen schon wieder Spikes ohne Ende. Ich sehe schon, dass Fünks irgendwann zu uns herkommt und sagt, ich könnte euch die Sterne zeigen. Es könnte euch... Oh, Miri, deine Sterne, du siehst, dass du einen ganz netten, lieben Ehemann kriegen wird in dein Leben. Wann? Ja, sie bekommt auch einen. Das hat sie dir vor 2 Jahren gesagt. 5, 8... Verdammt. Ich glaube, der Witz war nicht ganz durchgedacht. Nee, war er nicht. Oh. Ja. Armer Baloui. Genau, sie bekommt noch einen. Fies. Bis dann musst du leider so lange so aushalten. Oh. Fies. Komm, Eines Tages. Nimm das und schenk das deiner Liebsten. Ich bin 5 und ich glaube an Globuli und habe hier die Sternenkarten für dich. Mobbst du mich gerade? Was? Nein, ich... Okay, wenn du mich nicht mobbst, dann nimm dies und schenk das deiner Frau. Okay. Mit den Worten, etwas Süßes für die Süße. So. Wow. Miri! Okay. Etwas Süßes für die Süße. Nimm! Danke. Dankeschön. Ich komme nicht drauf klar. Ich gehe mich jetzt verbuddeln. Oh Mann. Warum ist hier Kies? Warum sind hier Löcher? Ach, verdammt. Warum hast du einen Kopf auf? Einen Kopf auf? Weil ich auf ihn nicht vergessen habe. Meiner Mutter zum Trotz, ich habe meinen Kopf nicht vergessen. Hallo? Das verdient Blut. Achso, ja gut. Hast du gut gemacht? Ja, danke. Hast du denn schon genug Glas? Nein, das... Kack-Scheiß-Drecksklock, Mann! Okay. Vielleicht, ohne Witz. Ja. Soll ich eine andere Glocke bauen? Machen wir die anderen noch? Ja. Das ist total unproduktiv, dieses Glas zu machen. Ich bin da, also... Ich bin fassungslos, hast du mir fehlen die Wörter. Ja, ich stelle mich die ganze Folge hin und drücke. Drück. Ich drücke die Drück. Mach den Drück-Drück-Tanz. Oh ja! Oh Gott. Drücke, tanze, ja, Lass uns ganz schnell gehen. Ich geh mal runter. Wir sind doch sowieso schon so wenig. Wenn du jetzt noch gehst, dann... Ihr überlebt okay. Das mit Oni und vielleicht schon. Oh. Wie bitte? Oder die mit euch, ich weiß nicht, wie rum. Ich bin da mal weg, ne? Ja, also ich baue gerade den Mob-Farm so, dass sie vielleicht wieder hochgehen kann. Wo ist das Fuchs? Er ist gegangen, für immer weg. Das verstehe ich nicht. Mögen die uns nicht mehr? Fies. Sind wir so schlechte Gastgeber? Naja. Kann man die Caches eigentlich umziehen? Hä? Kann man die Caches eigentlich umziehen? Hier?
Ja. Drücke, drücke, glasi, glasi, ja. Drücke, drücke, glasi, glas. Drücke, drücke, glasi, glasi, drücke, drücke, glasi, glas. Da ist das Cash. Goldspikes da rausnehmen. Das da rausnehmen. Ja, ich bin nämlich gerade dabei, die Farm hier ein bisschen so umzubauen, dass das vernünftig funktioniert. Weil Fuchs hat es ja so komisch gebaut, dass das hier Müll eigentlich ist. Dahin. Oh, das ist doch blöd. Das ist einfach blöd. Blöd. Dazu mache ich jetzt nicht mehr. Nö. Vielleicht reicht das ja. Miau. Diese Zikade vor der Tür, ne? Ich habe in der ganzen Kohle. Base welche versteckt. Ja, ich hör's. Einfach nur, um die Leute zu ärgern, oder was? Nein, weil die so schön singen, die Zikaden. Ja. Ich wollte, dass jeder das hört. So, das Portal zu dem Vogelhäuschen ist schon mal fertig. Ach, cool. Ich hab die Vögel dabei. Ja, der Portal, okay. Habe ich gesagt, das wäre die noch nicht das Haus. Ja. Kann es sein, dass wenn man die Cache abbaut, die Sachen verlieren? Weiß ich nicht. So, ich muss noch einen Deckel drauf machen. Du könntest Cache mal hier so Holzbretter holen, die an die Wände machen, wo die dich draufsetzen können. Weißt also du? Der hier hat's behalten. So Bodenholzhölzer, die sind der sehr dünn. Dafür ist das viel zu klein. Da ist ein Transfernot drin, da ist irgendwie ganz viel. Nur eins an die Wand, man soll eine halbe Holzplatte. Ach, die haben wir unten wieder alles weggesprengt. Eine halbe Holzplatte? Oh, das ist Erde. Eine Trapdoor. Alter, was sprengt denn hier bei dir? Vielleicht wird wahrscheinlich wieder mit Blazes spielen. Und nee, ich spiele gerade mit einem Wither-Skelett, was mich fast tötet. Yay. Geh weg! Das ist ein Lifesteal. So. Übles Ding, ey. Und weil Skelett es hat nämlich gerade hier unten alles gesprengt. Ein Wither-Skelett sprengt doch nicht. Ich hab vergessen, die Glocke wieder anzumachen. Ich hasse mein Leben. Oh, Mann, oh, wie viel brauche ich da noch? 5, 6? Irgendwie so. Haben wir eigentlich irgendwas blöde vernünftiges Fuß da irgendwie? Ja. Fies. Was suchst du? Was Vernünftiges zu essen, was mich länger, mehr als ein halbes Herz gibt. Ja, Brot. Esse Fleisch. Vegetarier sein. Ja, ja. Guck mal, so viele Tiere habe ich schon. Aber wir haben nicht genug Gehege. Dann bau doch mal selber welche. Aber ich weiß ja nicht, wie du die baust. Was, wenn ich sie falsch baue? Du kannst sie nicht falsch bauen. Mach einfach irgendwo, such dir irgendwie ein Ding und mach hier mach einfach ungefähr so ein Ausheben und alles gut. Ich habe ein Gehege gemacht. Ja, kannst du dann auch deine Tiere reinsetzen, wenn du meinst, das ist ein fertiges Gehege. Ich bin doch kein Baumeister, ey. Heiße ich irgendwie Shanks oder Fünks oder so? Nee. Auch kein Plan vom Bauen. Was heißt auch? Ich habe vor allen Dingen keinen Plan vom Bauen. Ich einzig kann in Minecraft ist bauen. Es ist ein schönes Gehege, glaube ich. Mhm. Interessant, hier oben stehen. Der Bewohner sieht nicht begeistert aus. Soll ich Fünks vom Server kicken? Aus Versehen dann sagen? Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen, war nicht der Plan. Noch zwei. Laufe. Schmelze. Fischi. Na, was? Nix. Balui. Ja, Miri? Ich bin Balui. So, letztes Glas. Endlich. Kommst du endlich? Bist ja, du ist gleich fertig. Hat ja lang genug gedauert. Ja, das Vogelhäuschen halt. Ja, das muss halt ein gut Ding will Weile haben. Aha. Ich warte hier mit meinen Vögelchen. Haben wir eigentlich Oni? Ja? So. Kann man mit diesem Simple Storage Netzwerk auch Sachen importieren? Ja. Kannst auch Autocrafting mitmachen. Ja, ist aber umständlich. Yay, wir können die Vögel. Kann man da du musst auch zumachen hinter dir, ne? Bevor du die andere Tür aufmachst. Was brauche ich für ein extra Netzwerk?
Hier stimmt was nicht mit der Tür. Die Warum geht nicht bist du so leise? Oh, egal. Entschuldigung, ich habe die Erde. Warte, ich sehe schon das Problem. Gemeint hat, ach, ich update mal meine Soundoption und ich lange einstellen muss, dass es überhaupt wieder funktioniert. Warte. Das ist halt Windows. Ich hätte keine Probleme. Ich muss nur meine Tonspur neu einstellen. So eine Scheiße! Die irgendwie. Irgendwie will die Tür nicht so richtig. Ich habe sie vielleicht eingesammelt. So, ja, was wolltest du, welchen Import? Passt. So, jetzt kann ich die Vögelchen rauslassen. Ich bin am Überlegen. Weil, das ist kein Vögelchen, das ist ein Vögelchen. Hä, das sind zwei verschiedene Raben. Du hast bei den Notes ja das Problem, die suchen ja die nächste, mit den Vögelchen. Das nächste Inventar. Hat sich kurz weggebracht. Das nächste Inventar, die Trashcan ist. Süß. Ja. Dann packen die auch Sachen, die nicht in die Trashcan hören, da rein. Da ich weiß. Deswegen gibt's Filter. Ja, süß. Das ist cool. Die du hier dran packen kannst. Ich glaube, das ist zu klein. Hab ich doch gesagt. Aber ja, Vögelchen, aber wir haben nicht mehr Glas. Lass uns doch die ganzen Caches hierhin machen. Der Rabe versucht schon auszubrechen, siehst du das? Nehmen und dahin packen. Dann kann ich habe die ganze Zeit ein blödes Problem. Suchen, wenn man was braucht. Das kann man einmal SRGI, nicht. Dann verschwindet das. Muss also mir aber einmal sagen, was man für das System braucht. Hör das dann SRGI, auf. Keep playing, fertig. Ja, schon, warum saugt er nichts ein? Ja, war letztes Mal schon so. Es taucht aber die ganze Zeit neu auf. Ja, ich sehe es. Keine Ahnung, welche Mod das gerade macht. Irgendein Vögelchen macht das, fürchte ich. Kann man ihn irgendwie an- oder ausschalten? Eigentlich nicht. Mal. Baloui, du hast mein neues Gehege gar nicht gesehen. Ich glaube, du hast einen Blödsinn gemacht. Ich habe einen Zopfschnapper genommen und einen Vakuumhopper. Wer von euch ist das? Was ist der Unterschied? Bist du das? Der Absorption Hopper hat teleportiert rein. Oder weil ich den Vogel jetzt weggenommen habe. Komm mal her, wo bist du? Ich höre über diese Zikaden. Der macht aber. Da, hä, jetzt kriegen wir das Problem. Ja, ich habe den Vogel gerade rausgelassen. Es tut mir leid. Den Absorption Hopper? Ja. War das ein anderer Vogel als der da drin ist? Ja. Ah, okay. Piep, piep, piep. Ah, süß. Die Kleinen. Lass mich hier raus. Es muss noch mehr von den Kleinvögeln zusammen. Die gibt es in ganz vielen Farben. Guck mal, mein Gehege. Hey, noch Miri. Du hast gesagt, man kann da nicht viel falsch machen. Du siehst doch, wie ich die Gehege gebaut habe. Mach doch einfach nach. Oh. Sei nicht so dumm. Lern lesen und schreiben. Du hast gesagt, das kann man nicht falsch machen. Oh, man kann sich aber auch behindert anstellen. Dumm anstellen. Und jetzt habe ich doch falsch gemacht. Ja, man kann es halt doch falsch machen, wenn man Miri heißt. Mann. Macht neue Kaninchen. Damit wir euch an die Hippogreife verfüttern können. Das klingt nach einem Plan. Ich weiß nicht, ob das so fair ist, dass du denen das direkt sagst. Ach so, soll ich ihnen das nicht sagen? Okay. Wie groß machst aber du da das Gehege? Zwei zwischenbleiben, so. Ich würde es halt jetzt mal so ein Langlaufgehege. Kannst du halt mehrere Tiere, die zusammenpassen, reintun. Ah. Boah, die Schaufel ist einfach zu schnell. Ja, ah, das ist auch mein Problem. Das ist einfach so ein längliches Gehege, weißt du? Ist das eine gute Größe für ein Gehege? Ohne Witz, ne? Geh ich verbuddeln. Mit Fünx zusammen. Vogel, Vogel, piepsi, 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 Vogel, Vogel. So, mal hier noch ein. So. Ist das ein gutes Gehege? Nein, da muss ja noch der Rand. Das besteht nur aus. Mach doch einfach das ganze Feld als Eingehege. Das ist ein riesengroß. Mal was Neues. Und womit hast du das abgebaut? Circus Ranch. Und du hast gefragt, ob das, was ich da abgesteckt habe, nicht zu groß wäre. Ich glaube nicht. Tschüss, Oni. Tschüss. Warum gehst du? Mich jetzt rausgeschmissen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Wo kommen die ganzen Tiere hier eigentlich her?
Ist das einfach ein Mischgehege oder was ist das? Also, das eigentlich gehören die in das Gehege von den Hasen, aber da sind jetzt die Hasen drin. Also. Ja, man muss ja Prioritäten setzen, warum? Ne? Kannst du mir dann Bescheid sagen, wenn ich dann die ersten Hasen töten muss? Oder du machst dir selber Verzauberung-Looting auf dein Schwert. Ich hatte mal eins damit, aber anscheinend habe ich es weggeworfen. Ich habe zu wenig Sensus. Jeez. Welche Sensus her? Oh ne. Ja? Was braucht man jetzt für dieses Simple Storage-Netzwerk? So. Hallo. Hi. Gut, ja. Leute, aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, was Fünks und Mia da Gruseliges gemacht haben. Ich finde das übrigens sehr bedenklich, dass die beiden euch immer zurückzieht, ne? Möchte ich an dieser Stelle nur mal kurz anmerken. Nein, wir sind fein. Ja, okay. Was? Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Guckt, wie gesagt, bei den anderen vorbei. Macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Wow, wow, wow. Tschüss. Ciao.